Sie wollen hier Schließer werden? Mhm, ja. Na dann, viel Spaß. Was meinen Sie denn damit? Das werden Sie schon merken. Ich habe nichts gesagt. Aber sagen Sie, Reutlitz ist doch eine hervorragend geführte Anstalt. Wer sagt das? Ein Freund von mir. Der arbeitet hier drüben im Männerknast. Und Sie sind sicher, das ist ein Freund von Ihnen? Aber natürlich. Sagen Sie, können Sie mal Klartext reden? Aber das bleibt unter uns. Ja. Von wegen gut geführter Anstalt. Ein Sauhaufen ist das hier. Das sage ich Ihnen. Ja, die Chefin, die hat ein lockeres Leben, ist auch nie da. Wie, die ist nie da? Na, weil sie immer weg ist. Golfen, Kosmetik, Friseur. Aber sagen Sie, wie ist denn sowas möglich? Ganz einfach, mein Lieber. B. B? Wie Beziehung. B wie Beziehung? Ja. Ja, die Ada ist mit der ganzen Justizbehörde verwandt und verschwägert. Die kann sich alles erlauben. Aha. Hm, naja. Aber wie, irgendwas läuft mal schief. Denken Sie, die übernimmt eine Verantwortung? Ich weiß nicht. Dann kriegst du die Schließer ab. Aha. Erst gestern Abend ist eine Gefangene abgehauen. Ja. Was meinen Sie, was jetzt passiert? Ja, keine Ahnung, was denn? Erst kriegt sie ihren üblichen Trupsusanfall. Aha. Und dann Haftstrafen. Lohnkürzung, Urlaub gestrichen, Disziplinarverfahren. Sogar für mich. Obwohl ich nur der Koch bin. Ach, das ist... Was ist das hier für ein Schlamperladen? Was habe ich Ihnen gesagt? So geht das jeden Tag. Tja. Gleich wird sie einen Trupsusanfall kriegen. Noch besser im Weinkampf. Meine Kündigung. Je schneller ich da raus bin, desto besser. Sagen Sie, haben Sie hier auch Toiletten? Gang runter, zweite Tür rechts. Dankeschön. So, wo ist denn jetzt der Bewerber? Der wollte nicht warten. Und was machen Sie hier? Ich wollte mit Ihnen noch den Essensplan besprechen. Würden Sie mir bitte erklären, warum Sie Frau Wiebe entgegen meiner Anweisung Psychopharmaka verabreichen? Ja, ich habe versucht, Sie über den Pieper zu erreichen, aber Sie haben ja nicht reagiert. Und Frau Wiebe war in einem desolaten Zustand und da dachte ich, ich... Sie können ja mal eben Psychopharmaka verabreichen. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass sie das Medikament nehmen soll, wenn sich ihr Zustand verschlechtert. Nur noch ausdrückliche Absprache mit mir. Darauf hatte ich Sie ausdrücklich hingewiesen. Ja, aber Sie und der Stationsarzt waren im OP. Da hätten Sie eben ein paar Minuten warten müssen. Es handelte sich schließlich nicht um einen Notfall. Aber da bin ich ja ganz anderer Ansicht. Sie wäre ja beinahe wieder kollabiert. Meinen Sie, dass Sie so etwas nach einer Woche hier im Krankenhaus schon beurteilen können? Nein, aber wissen Sie, ich hatte wirklich nur das Wohl der Patientin im Auge. Das berechtigt Sie noch lange nicht, auf eigene Faust vorzugehen. Sie haben fahrlässig gehandelt. Und das wird Konsequenzen haben. Hallo, ich bin Robert Buchholz, ich bin 50 Jahre alt und ich bin in Berliner. Ja, ich bin Schauspieler, Musiker und Arzt. Und die Vorstellung sollte eine Minute geben, was soll ich jetzt noch sagen? Okay, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und Arbeitest du zurzeit fest im Krankenhaus oder irgendwo? Oder? Also zurzeit arbeite ich freiberuflich als Arzt. Und dann mache ich das Monitoring von Intensivverlegungen. Das heißt, wir verlegen Patienten von einem Haus in das andere. Ah ja, okay. Ja, musikmäßig habe ich auch schon relativ viel gemacht. Habe auch eine Band gehabt, habe Auftritte gehabt. Wir sind leider noch mal ganz, ganz knapp am Plattenvertrag vorbeigeschrammt. Deswegen ich heute nur einmal hier stehe. Nee, also Schauspiel ist auch eine Sache, die mir auf jeden Fall großen Spaß macht. Und würde mich sehr freuen, wenn das mal klappt demnächst. Okay, das ist großen vielleicht. Danke. Dankeschön. Tschüss.